Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Wie immer, herzliche Grüße aus Paraguay, aus dem winterlichen Paraguay, wie man sieht. Und das heutige Thema? Gleich. Also nochmal vielen Dank an alle, die uns die Fragen gestellt haben, sowohl per E-Mail als auch in den Kommentaren, als auch per Handy. Vielen, vielen Dank. Viele Fragen beziehen sich auf das Thema Inspit. Ich habe es gehört, dass man bei euch, also in Paraguay, also wirklich Geld anlegen kann und dabei bekommt man 10%, 15%, 20% Zinsen. Ob das überhaupt wahr ist, ob das überhaupt geht und legal ist. Deshalb, wie gesagt, danke an die Fragen und in diesem kurzen Video werde ich euch die Frage exakt beantworten. Okay, bis gleich. Bleibt dran also. Also ich bin ja extra zu Cooperativa gefahren. Hier habe ich so ein Infoblatt mir geholt, wo alles drin genau beschrieben steht. Da werde ich euch hier links jeweils ein Foto oder später auch ein zweites Foto abbilden, wo es genau in Spanisch beschrieben hat, worum es geht. Ja, also das ist eine Kooperative, das ist eine Art, wo man das Geld sparen kann und auch Kredite aufnehmen kann. Wir sprechen über Geld anlegen, das heißt also sparen, und die Kooperative lese ich ja hier vor, ihr seht ja hier links, wurde am 27. Januar 1991 gegründet, also ziemlich vertrauensvoll, würde ich mal sagen, das sind schon einige Jahre, die diese Kooperative besteht. Und ist gegründet von 273 Personen, also privaten Personen. Also hier die Kooperativa in Piribui ist sehr, sage ich mal, sehr bekannt. Es gibt diese Kooperativas praktisch fast in jede größere Stadt, auch in unsere Bezirksstadt Piribui. Und über diese Kooperativa reden wir und ich zeige euch gleich. Hier links werde ich auch ein Foto zeigen, welche Prozente man bekommt und ob für ein Jahr, mehrere Jahre, für einige Monate und welches Geld man da bekommt. Also bleibt nochmal dran. Okay, bis dann. So, also jetzt stelle ich euch hier links, bilde ich ein Bild ab, beziehungsweise stelle rein und da seht ihr, werde ich hier ablesen, einfach in dem unteren Bereich, also da sind einfach in Guaraníes. Was wichtig ist, die Gelder könnt ihr im Prinzip nur in Guaraníes anlegen. Das heißt also, ihr bringt im Prinzip die Euro mit, ja, tauscht die in Guaraníes um und die Geldanlage gilt nur für Guaraníes, beziehungsweise also die Zinsen. Also wie gesagt, wir reden über 10.000 Euro ungefähr, ja, reißen wir mal, um es einfacher zu rechnen, 10.000 Euro als Geldanlage. Ja? Also da bekommt man auf 3 Monate 8%, auf 6 Monate 11%, auf 12 Monate 13%, auf 18 Monate 14%, auf 24 Monate 15% und letztendlich auf 36 Monate, also auf 3 Jahre Festgeld bekommt ihr 17%. Natürlich aufs Jahr gerechnet. Ja, bitte nicht vergessen. Und in Guaraníes. Das heißt also, die Gelder kann man sich monatlich auszahlen lassen. Das ist auch kein Problem. Bekommt ihr dann halt dementsprechend weniger. Also ich bekomme, sage ich mal, nicht 17%, sondern bekommt nur 13%. Und wie gesagt, die Gelder kann man sich nach 3 Jahren auch direkt auf euer Konto auszahlen lassen. Das ist überhaupt auch kein Problem. Viele nehmen zum Beispiel, ich sage mal, 10.000 Euro, legen da hin und bekommen Zinsen natürlich. Man kann auch 20.000, 30.000 oder 40.000 oder 50.000 anlegen und bekommt man natürlich dementsprechend mehr Zinsen. Ja? Man muss sich natürlich überlegen, lohnt sich die Angelegenheit, lohnt sich nicht. Wie gesagt, in Guaraníes, also wir sind 15 Jahre in Paraguay und eigentlich der Guaraní, also die hiesige Währung, die ist eigentlich eher stabil.
Also würde man sagen, es ist eine Sache wert, wo man sich überlegen sollte, wenn, sage ich mal, man 10, 20, 30.000 Euro übrig hat. Man möchte nicht in Grundstücke investieren, obwohl ich immer in Grundstücke investiere, wenn mich jemand fragt. Aber wie gesagt, es gibt natürlich andere Meinungen. Also ihr könnt natürlich bei Kooperativas das Geld anlegen und könnt profitieren von den hohen Zinsen. Also wie gesagt, das stimmt auf jeden Fall, bis zu 17% Zinsen aufs Jahr gerechnet, ja, bekommt man bei 3 Jahren. Okay, also ich denke, da könnt ihr da auch links alles schriftlich sehen zum Mitschreiben. Falls ihr Fragen habt, bitte unten immer eure Kommentare. Was hält ihr davon? Was bekommt ihr in Deutschland? Weil das ist auch mal die wichtige Frage. Ja? So, also ich hoffe, ich könnte euch etwas helfen, was Geld anlegen angeht. Also wie gesagt, man kann es auf jeden Fall machen und man bekommt also die Zinsen dafür. Ja, das ist also auch mal wichtig. Ob sich lohnt oder nicht, müsst ihr im Prinzip entscheiden, nicht ich. Aber es gibt wirklich gewisse Möglichkeiten, die ziemlich sicher sind, wo man das Geld anlegen kann, die praktisch von den Ersparten bzw. von den Zinsen leben. Ja? Interessiert mich eure Meinung. Was hält ihr von überhaupt von Geld anlegen? Wie gibt es bei euch, wie gibt es in Deutschland, wie sieht die Situation in Österreich, ja, in der Schweiz aus? Bekommt ihr da 1% auf Sparbuch oder gibt es da kein Geld mehr? Also wie gesagt, ich bin 15 Jahre nicht mehr in Deutschland. Natürlich fahre ich ab und zu mal rüber, beziehungsweise fliege rüber. Aber interessiere mich nicht so sehr halt für die Geldanlagen, da ich lieber die Sachen in Paraguay mache. Okay? Also interessiert mich sehr wirklich. Einfach unter den Kommentaren aufschreiben. Eure Meinung ist wichtig. Okay? Schreibt weiter, fleißig. Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Okay, bis dann, mach's gut, tschüss.